In diesem Video zeige ich euch einen mega feinen Teigwarenauflauf mit saisonalem Gemüse, und zwar mit Spinat. Ich nehme hier dafür Buchweizenteigwaren. Ihr könnt hier natürlich diesen Sauce. Ihr könnt hier natürlich die Teigwaren noch eure Teigwaren von eurer Wahl nehmen. Oder wenn ihr nicht so gerne Teigwaren habt, könnt ihr das gleiche auch mit Hirse oder Reis ersetzen. Als erstes tue ich heißes Wasser kochen. Ich habe das jetzt schon vorbereitet und gebe das in eine Pfanne und tue meine Basis, also Teigwaren, Reis oder Hirse, kochen. Ich mache hier mengenmässig gerne etwas genug. Das heisst, ich mache hier wirklich eine große Pfanne voll Teigwaren. Natürlich noch einen Teelöffel Salz dazu. Und dann lasse ich natürlich noch die Platten an und koche die Teigwaren. Setzen wir hier noch mal ein bisschen Wasser auf. Ein bisschen heißes Wasser. So, und jetzt habe ich hier ganz viel Spinat. Und ich mache den Auflauf so, dass ich drei Schichten mache. Ich mache einmal eine Teigwarenschicht, ich mache eine Spinatschicht. Nein, vier Schichten. Ich mache vier Schichten. Ich mache einmal eine Teigwarenschicht, ich mache eine Spinatschicht. Ich, also einfach wirklich die Blätter so quasi dazwischen. Dann mache ich eine vegane Käsealternative, wo sicher oben drüber kommt, und eine Schicht mit Käsealternative und eine Schicht mit Spinat, eben der Spinatcreme. Während jetzt unsere Teigwaren kochen, haben wir, oder Reis oder was auch immer ihr nehmt, haben wir jetzt ein bisschen Zeit und tue das vorbereiten. Ich mache das in meinem Fall mit einem Hochleistungsmixer. Ich könnte das natürlich auch mit einem Stabmixer machen. Das geht auch. Ist aber halt bei der Creme und auch bei der veganen Käsealternative nicht so schön cremig dann. Für die vegane Käsealternative und auch die Creme brauchen wir Mandeln und Sonnenblumenkerne. Jetzt optimal, man tut die Mandeln und Sonnenblumenkerne vorher über die Nacht mindestens 8 Stunden einweichen, dann wird es richtig schön cremig und man kann das Wasser eigentlich abgießen einfach und direkt dann das mixen. In meinem Fall, man kennt es, ab und zu vergisst man das einfach oder denkt nicht dran. Wenn man das nicht gemacht hat, also die Mandeln und Sonnenblumenkerne vorher nicht eingeweicht hat, dann tue ich die jetzt einfach in den Mixer rein und gebe heißes Wasser dazu. Das macht einfach, dass es schneller ein bisschen weicher wird und folglich dann auch ein bisschen cremig. Natürlich nicht die gleiche Cremigkeit, wie wenn man daran denkt hätte, aber es ist auf jeden Fall um einiges besser, wenn man es mit kaltem Wasser macht. Dann gebe ich hier noch Öl rein. Ich nehme in meinem Fall Olivenöl, ihr könnt hier das Fett nach eurer Wahl nehmen. Ich gebe also ein bisschen Fett rein. Ein Teelöffel Salz. Und dann brauche ich noch für den Käse Hefeflocken für das Käsearoma. Und ich mache das gerade aus der gleichen Basis, meine Creme und der Käse. Was ich für einen Käse auch noch brauche, ist entweder Agar-Agar oder Flohsamenschale. Wenn ihr Flohsamenschale nehmt, kann man die vorher einfach schnell in eine Schüssel geben und mit ein bisschen Wasser verrühren, bis so eine schälartige, festere Konsistenz entsteht. Das Agar-Agar tut man mit ein bisschen Wasser verrühren und ein bisschen
erhitzen, bis es anfängt zu blubbern. Und dann dazu Flohsamen geben eher eine mozzarellaartige Konsistenz. Und das Agar-Agar mehr eine frischkäseartige Konsistenz. Man kann sich auch beides machen. Ich glaube, ich mache beides. Dann gebe ich einfach die Flohsamenschale noch und noch dazu. Und bereite in diesem Fall jetzt hier mal einfach nur mit Basis vor. Dafür tue ich das einfach mal mixen. Auf der niedrigsten Stufe mal für Anfang. Ziemlich schnell so tönen und nicht mehr weiter mixen, dann gebe ich hier einfach noch mal ein bisschen Flüssigkeit dazu. Und mixe es dann bei hoher Stufe weiter und gebe immer ein bisschen Flüssigkeit dazu, bis es wirklich schön geschmeidig gemixt wird. Das geht natürlich, wenn du wieder den Stabmixer nehme, ein bisschen länger. Und dann mache ich das jetzt so, dass ich für meine Creme, Spinatcreme, nehme ich hier einfach ein bisschen von dieser Mixtur raus. Da braucht ihr nicht so viel, weil es kommt ja dann nachher noch Spinat dazu. Der Rest gebe ich hier wieder zurück. Gebe hier meine Hefeflocken dazu. Ich gebe hier gerne genug Hefeflocken dazu, dass es ein richtig schönes käsiges Aroma gibt. Das als erstes noch mal schnell mixen. Dann nehme ich eine kleine Pfanne und gebe in die Pfanne 1-2 Esslöffel Agar-Agar, je nachdem wie viel ihr macht. Ich gebe jetzt 1,5 und gebe hier von meinem heißen Wasser dazu und verrühre das Ganze. Ein bisschen Flohsamenschale in meinem Fall, die könnt ihr auch weglassen. Ich habe das noch gern, dass es so ein bisschen elastischeres Aroma gibt, eine elastischere Konsistenz gibt, eben so ein bisschen Mozzarella-artig. Gerade wenn man es dann oben drüber tut. Geschmacklich ist beides mega fein. Ich gebe hier noch mal ein bisschen heißes Wasser rein, dass das gut mixt. Und mix das Ganze nochmal auf hoher Stufe. Et voilà. Schon haben wir hier wirklich mega schöne Konsistenz. Das ist dann unser Käse. Unseren Käse geben wir dann in eine Schüssel. Ich habe gerade gesehen, dass meine Teigwaren jetzt parat sind. Die kann man natürlich dann, sobald sie parat sind, ab der Platte drauf nehmen und das Wasser abgießen, wann ich Käsealternative abgefüllt habe. Dann stelle ich die mal auf die Seite und gebe mir die Creme, die ich weggetan habe, wieder im Mixer rein. Den müsst ihr auch gar nicht unbedingt sauber machen. Das spielt keine Rolle, wenn hier noch Reste vom Käse drin sind. Gib die Creme hier rein. Und gib einen Teil von meinem Spinat hier rein. Und ich kann hier auch noch mal ein bisschen Flüssigkeit dazugeben. Ein bisschen vom heißen Wasser. Oder auch Holzwasser, bei dem spielt es keine große Rolle. Und dann
Dann mixe ich das Ganze nochmal. Optimal mit so einem Stößel, um das etwas abzudrücken. Schon habe ich hier meine Spinatcreme. Und bin ready, um den Auflauf zu machen. Da könnt ihr jetzt auch schon den Ofen anschauen. Dann hole ich mir die gewünschte Form. Tue die Form ein bisschen einfetten, gebe ein bisschen Öl dazu. Oder Fett. Tue das ein bisschen verteilen mit einem Pinsel. Und dann tue ich hier zuerst eine Schicht Nudeln rein. Am Boden. Folgt von einer Schicht Blätter. Man kann die natürlich auch einfach schnell in einer Pfanne ein kochen, damit das ein bisschen weniger Volumen hat. Folgt von einer Schicht von der Creme. Folgt von einer Schicht vom Käse. Von der Käsealternative. Um das zu verteilen, nehme ich hier einfach ein Messer und schneide mir hier ein paar Stück ab. Es kommt ja dann noch viel Käse oben drauf. Das heisst, ich nehme hier jetzt nicht mega viel. Und dann kommt die zweite Schicht Nudeln drauf. Dann fülle ich das Ganze hier noch etwas mit der Creme auf. Dann oben drüber noch ein paar Blätter. Oben drauf die Käsealternative, aber dafür gar nicht aus. Auch bei der Käsealternative. Müsst ihr natürlich nicht alles brauchen, das könnt ihr problemlos auch in den Kühlschrank tun und noch für das Brot und so weiter verwenden. Meistens ein bisschen, also bei mir zumindest, eine größere Portion, die ich mache. Und voilà, hier ist der Auflauf, bevor er in den Ofen geht. Dann gebe ich den Auflauf in den Ofen. Und backe den Auflauf bei 200 Grad Ober-Unterhitze. So, jetzt ist der Auflauf fertig gebacken und ich kann ihn rausnehmen. Das sieht sehr fein aus. Wo es noch ein bisschen Verbesserungspotenzial hat, ist beim Spinat. Den hätte ich vorher eigentlich noch ein bisschen in einer Pfanne andünsten oder einfach schnell ein bisschen kochen mit Wasser, damit es schön saftig ist. Jetzt ist es eher ein bisschen Spinat-Chips obendrauf, aber es schmeckt bestimmt trotzdem fein. Sonst ist das sehr schön geworden, der Auflauf. Es ist ein bisschen zusammengefallen. Ich würde sagen, ich richte das Ganze noch an und probiere es. Schmeckt jetzt schon mal wunderbar. Dann probiere ich das Ganze noch. Jetzt noch Käse hier, wo wir drauf nehmen. Das wird halt richtig heiß. Richtig schön cremig. Mega intensiver Spinatgeschmack durch die verschiedenen
Schichten an Spinat. Gefällt mir mega gut. Probiert es gerne aus und versucht den Spinat nicht direkt reinzutun, sondern einfach schnell noch in einer Pfanne ein bisschen köcheln für ein paar Minuten. Dann ist das optimal. Wenn ihr die Kreation ausprobiert, schreibt gerne eure Erfahrungen in den Kommentaren oder eure Kreation. Ich tausche mich mega gerne mit euch aus. In dem Fall sind wir jetzt schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr noch kein Abonnent seid. Das unterstützt mich mega und ihr werdet immer benachrichtigt, wenn ein neues wundervolles Video rauskommt. Ich wünsche euch allen noch einen wundervollen Abend und bis zum nächsten Video.